Auf einmal sieht der Mensch wieder ganz klein aus, angesichts solcher Naturgewalten. Der Eja-Fjatlar Jökött meldet sich nach 200 Jahren im Tiefschlaf zurück und ist plötzlich in aller Munde. Ich glaube, die Faszination ist diese Macht. Die Macht der Natur, die man überhaupt nicht einschränken kann. Ich glaube, das ist so der größte Punkt. Ehrfurcht. Unheimlich viel Ehrfurcht vor dem, was die Natur so alles gemacht hat. Das ist das Unergründliche. Wenn so eine Katastrophe ist, statistisch nicht vorher erfassbar. Ich denke, daran liegt es im Wesentlichen. Einmaliges Ereignis. Und es ist auch ziemlich krass, dass die Leute da jetzt in den Flughafen so schlafen und so. Ich meine, das ist auch ziemlich komisch. Stillstand. Der Flugverkehr, Lebensader des 21. Jahrhunderts, gestoppt durch einen Urzeitvulkan. Nur noch sitzen, warten, hoffen. Ein Ereignis, das die Menschen mit einem Schlag zusammenführt. Eine erzwungene Solidargemeinschaft in einer Welt, in der Kontrolle sonst alles ist. Vielleicht wollen wir alle zu viel und alles zu schnell. Manchmal müssen wir einfach geduldig sein und das Leben weiterlaufen lassen. Man muss offen sein bei allem, was kommt. Man sollte nicht denken, dass man nur für sich handelt. Die Natur hat ihre eigenen Wege. Das ist das Positive, dass man sich selber wieder findet und nicht nur der Technik vertraut. Das ist nächste Woche vergessen. Das ist schnelllebige Zeit. Nächste Woche ist es vorbei. Wenn er nicht wieder ausbricht. An eine Sache werden sich die Menschen sicher erinnern, an diesen zumindest für viele Deutsche zungenbrecherischen Namen. Er feiert Köllo oder so. Unaussprechlich fast. Eher Köllökler oder so ähnlich. Nach und nach springt jetzt die weltweite Maschinerie wieder an. Wer weiß, irgendwann, wenn Wut und Frust verraucht sind, werden die Menschen vielleicht sogar gerne zurückdenken. An diese Tage, als die Welt stillstand und gebannt auf einen isländischen Vulkan blickte.